Servus und willkommen zu einem neuen Projekt bei mir auf dem Channel. Ja, ich möchte noch einmal Stone Block 2 spielen. Ich weiß, es hat schon auf meinem Channel mal einen Stone Block 2 gegeben. Jetzt hätte ich mal Season 1, die habe ich aber ja abgebrochen, wie man ja mitgekriegt hat. Und jetzt möchte ich einen neuen Anlauf starten, weil ich habe jetzt eigentlich momentan richtig Bock momentan auf Stone Block. Und ja, da hätte ich gesagt, wir starten mal. Wir gehen mal einen Singleplayer rein. Wir kreieren eine neue Welt. Und zwar, wir nennen sie LP Drex Stone Block 2. Punkt 2. Das klingt lustig. So, okay, wir möchten eine neue Welt kreieren. Und nein, wir machen keine Cheats an, nichts, alles bleibt aus, alles gut. So, wir laden eine neue Welt. Ja, ihr braucht jetzt auch keine Angst haben, dass GTNH deswegen runterfällt. Nein, es wird nur noch ein Zusatz werden. So, dann hätte ich gesagt, wir starten als allererstes damit, dass wir die ganzen Sachen erstmal auf die Seite räumen. Wir haben ein Questbuch. Da werden wir uns auch ziemlich dran halten. Ich versuche es auch diesmal so schmerzlos zu halten. Das heißt, ich versuche wirklich auch die Quests abzuarbeiten. Wenn ich sozusagen höchstens schön baue, dann für mich selber. Aber nicht mehr in-game, sondern das mache ich dann oft. Alles, was ich sozusagen jetzt mit euch zusammen mache, ist ja sozusagen im Spiel dann selber. Also das heißt, alles, was Sinn macht zu machen, wird gemacht und alles andere nicht. Zum Beispiel ein Chicken hochzüchten auf 10, 10, 10 ist jetzt nicht gerade das Wichtigste, wenn es nebenbei läuft, ja. Wenn nicht, dann nicht. So, wir haben gleich mal ein paar Steine gemacht. Das heißt, Quests haben wir abgeschlossen. Und wir kriegen. Und ich kriege als allererstes ein Ultimate Furnace. Ist doch schon mal geil. Ein richtig geiler Reward. So, dann habe ich ein paar Steine. Ich muss machen 12, ne? Ja, ich habe es gewusst. So, dann heißt es, wir gehen auch. Nein, wir gehen hier entlang. Ich werde meinen Bereich wieder aufteilen in drei Segmente. Wir werden einmal haben, in drei, in vier meine ich natürlich. Und zwar, wir werden einmal haben. Ja, geiles. Nächster geiler Loot. Wir werden einmal haben sozusagen die ganzen Tiere und Bäume. Der wird hier sein ungefähr. Wir werden Felder haben. Wir werden Maschinen haben. Wir werden Lager haben. Plus natürlich sonstige Sachen. Was auf jeden Fall witzig wird, ist Soundcraft. Da kenne ich mich noch gar nicht aus. So, als allererstes hätte ich gesagt, wir machen jetzt erstmal das hier. Davon brauche ich vier. Und davon die vier machen wir hier. Dann haben wir die Kiste. Und die vier, da haben wir unseren Table. So, das heißt, wir können schon mal Sachen einräumen. Und was wir jetzt gelernt haben in diesem Pack, Rewards werden genommen. So, okay, dann kommst du mal da rein. Es gibt ja auch diese lustigen Würfel, die habe ich, glaube ich, beim letzten Mal weggeschmissen. Das wird es nicht mehr geben. Ja, wie das heißt, wir müssen die Dinge aufmachen. So, ich brauche einen Stonehammer und Dirt. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal ein bisschen Stein klopfen. Ich muss das sogar noch ein paar Mal machen, weil ich noch Stecken brauche. Passt.
Dann heißt es jetzt, wir haben Steine. Das heißt, ich brauche jetzt die da. Dann heißt es jetzt du und du. Und wir haben den Steinhammer. Das ist schon mal von Vorteil, weil ab jetzt heißt es, ich kann die Dinger hier wegklopfen. Einzigste Problem ist, es ist ein Vein Miner drin. Er funktioniert leider nicht mit Stein. Aber er funktioniert mit dem Zeug. Achso, wir brauchen Erde. Davon brauchen wir etwas mehr. Denn wir werden auch Bäume brauchen. So. Was kriegen wir dann als nächstes? Einen Angel Ring. Angel Ring? Früher war es doch mal so, dass man dort fliegen konnte. Aber ich glaube, das ist jetzt bei X-Ray Utilities 2 etwas anders. So, wir brauchen auf jeden Fall mal einen. So, und es heißt jetzt für mich, ich muss jetzt anfangen hier reinzuklopfen. Dann heißt es, wir haben dich, dann habe ich, nein. Ach so, stimmt. Das war so. Dann haben wir jetzt diesen. Da funktioniert leider kein Vein Miner. So, wir haben, oh, wir haben es, sehr schön, wir haben schon einen Oak Sapling. Das heißt, wir tanzen uns jetzt mal den Baum hoch. Croc gleich nehmen. Und gleich den Baum fällen. Das wird jetzt nämlich unser Spielspaß-Spannung am Anfang. Er hat leider nicht alles mitgenommen. Aber er hat auf jeden Fall schon mal genügend gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Holz. Ja, das weiß ich noch auswendig, weil ich ja schon mal ein bisschen nochmal getestet habe, ob alles passt, ob was alles neu ist. Habe ich natürlich nochmal geübt und ja, dass ihr auch wisst, woher die ganzen Infos kommen. So, dann heißt es jetzt, wir haben jetzt auf jeden Fall das. Das heißt, halt, ich brauche auch gleich mein Würmchen. Das ist nämlich sehr schön. Und jetzt kommt der Wurm da rein. Und jetzt mache ich aus dem Ding einen neuen Croc. Und dann kann ich den jetzt mal sozusagen infizieren lassen. So, als nächstes brauchen wir mal Reward. Building Gadget. Sehr schön. Was haben wir noch? Nether Star Crux. Alles klar. Also ich kann nicht maulen. Beim letzten Mal hatte ich ja so eine geile Picke. Weiß jetzt nicht, ob ich... Nee, ein Schwert war das. Das World of Cosmos, glaube ich. Ich glaube noch nicht, dass ich das jetzt hier auch gleich wieder kriege. Wobei es kann auch sein, dass sie es geändert haben. So, meine Eingangshalle wird auf jeden Fall wieder mega crafty sein. Das heißt, da werde ich meine ganzen Rezepte bauen können. Und gehe halt dann in die jeweiligen Bereiche. Ich muss mir auf jeden Fall was überlegen, wie ich das mache. Mit einer Monsterfarm, weil die brauchen wir auch ziemlich schnell. So, jetzt machen wir mal hier 9 Stück. So. Dann kommst du da rein, du kommst da rein. Wir kriegen unsere erste Kohle.
Meine Folgenlängen werden ungefähr gleich bleiben. Zwischen 30 und 45 Minuten versuche ich sie zu halten, dass man auch ein bisschen vorankommt. Werde ich versuchen, mich auch an die Quests zu halten, nicht wieder abschweifen. Sozusagen, das Pack war das erste, das wo mal wirklich komplett durchgezogen wird. Ich weiß, da habe ich mir was vorgenommen. So, dann heißt es jetzt, wir ziehen mal die Strings raus. Du kommst raus, das Sibling kommt da rein. Ich infiziere gleich einen zweiten Baum, weil ich sowieso sehr viel an den Strings brauchen werde. Wir brauchen auf jeden Fall auch Fackeln. Ich mache die normalen. So, dann schauen wir mal. Strings haben wir. Alle Gartenglutsch. Alles klar. Bitte noch einen Generator und ich bin zufrieden, weil dann habe ich alles, um sauschnell an Strom zu kommen. Hier machen wir gleich den Weg aus. Das wird auf jeden Fall mein Dreierweg. Okay. Das Schöne ist ja, wir machen ja viele Steine. Das heißt, ich mache mir auch diese Teile hier. Dann reiße ich den gleich ab und switch. Den werde ich danach brauchen. So. Dann heißt es jetzt, wir wollen jetzt erstmal das normale bauen. Für das normale Sieb brauche ich. Ah, okay, da brauche ich auch Half Slabs. Das war jetzt dann hier. Nee, das war hier. Das war hier. So, normales Sieve. Und ein Heavy Sieve. Dann machen wir auch gleich eins. Dann mache ich auch gleich zwei. So, das Heavy Sieve kommt daher. Warum mache ich das? Ganz einfach, weil ich dann irgendwann eine Flint-Variante habe und eine normale Variante. Dann habe ich irgendwann Eisen, dann habe ich irgendwann Diamanten und dann kann ich immer das andere in den anderen stecken. Wie gesagt, passt das. So, okay. Der Baum schaut aus, als wäre er komplett infiziert. Und ich habe sogar noch ein Sampling bekommen, das ist super. Das heißt, wir haben Holz. Drinks können weg. Okay, so. Das heißt, wir haben das. Nochmal so eine Climbing. Und 64K Storage Zellen. Ja, ist gut. Spiel meins mit mir gut. Ich hoffe, die Aufnahme mit mir auch. Ich nehme jetzt das sozusagen zum allerersten Mal jetzt mit den neuen Sachen auf. Ich hoffe, dass es da nichts zu viel in die
Grütze läuft. Wie gesagt, hat mich jetzt ist jetzt auch nicht aufgeregt, dass GTNH ich bis jetzt nicht sauber rendern konnte, nicht mal mit dem neuen Rechner. Deswegen auch, ich glaube, wie gesagt, wenn jetzt ihr diese Folge seht, bevor der GTNH seht, hat es immer noch nicht richtig geklappt. Jetzt wisst ihr auch, warum. Also wie gesagt, ich habe da voll die Probleme. Neuer Rechner, alles neu eingerichtet, alles sauber installiert. Ich fange GTNH zu rendern an, also mit GPU, auf GPU rendern. Und mir rauscht wirklich der Rechner ab. Sowas hat man nicht gesehen. Ja, ich schon. So, okay. So, dann heißt es jetzt erst einmal, wir stellen jetzt erst mal auf. Und den Dingern ein paar. Und dann jagen wir die auch gleich durch. Hoffen wir mal, dass wir schon mal die ersten paar schönen Sachen kriegen. Ein, zwei steht's. Würde mich freuen, wenn einer mit vier gewinnt. Am besten Eisen. Und dann leider nicht gewonnen. Und wir müssen eigentlich jetzt mit Tinkers anfangen. Den mit meinem nächsten Hammer kann schon mal aus Eisen bauen. Nicht aus Stein. Drei Flint habe ich schon. Ich habe auch meine erste richtige Kohle. So, das wird jetzt aber alles umgewandelt. Perfekt. Okay, so, das heißt, wir müssen ja jetzt da entlang gehen. Das heißt, das da kommt auf jeden Fall auch weg. Ich könnte mal wieder über Treibistan anfangen. So viel zu. Hat er nicht gesagt, er macht das nicht? Schön bauen. Nein, hat nichts mit Schönbauen zu tun, sondern es hat was damit zu tun. Zur Orientierung. Weil ich bin der Meinung, wenn man einigermaßen vernünftige Bereiche hat. Jawohl, Schüssel. Ich baue wirklich mit meinem ersten Eisen eine Schüssel. Wie immer, ja. Wenn jetzt einige sagen. So, aber ich möchte auch gleich die Abgrenzung bauen für die Tische. So, und die sind da. Das heißt, jetzt weiß ich schon mal auf jeden Fall, wo ich anfange. Das heißt, hier sind dann die Zweier. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meine Tables. Kiste, Kiste, Table, entlanglaufen. Bis hierhin muss ich schon mal abtragen. Wie gesagt, der Vorteil ist jetzt davon, geht es eigentlich auch mit dir? Ja. Kann ich dich auf jeden Fall schon mal verbraten. So, jetzt bin ich auf jeden Fall mal, das ist mal 1 hoch. Okay, ich bin hier 1 hoch. Das heißt jetzt nochmal, was habe ich gesagt? Table, Kiste, Kiste, Table. Dann einen leer.
Der ist dann das, wo ich nach oben gehe. Okay. So, nach oben gehen wir auf jeden Fall 5. Das heißt, wir müssen das jetzt auch alles wegmachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Ebene, wo ich wegmachen muss, weil da kommt die Decke hin. Ich taste mich jetzt sozusagen über dieses Pack jetzt ein wenig an 1,12 ran. Schau mir auch schon die ersten 1,16er Packs an. Da ist das Einzige, was mich jetzt dann vielleicht demnächst mal interessieren würde, dieses Ocean. Würde ich mir auf jeden Fall mal ein paar Mods und ein paar Mechaniken angucken. Und ich habe mir überlegt, was ich, wenn ich ein Pack mache, was ich mache. Also momentan hänge ich bei 1,12 fest, was hier noch die meisten Mods gibt. Also wenn es natürlich dann irgendwann heißt, ja, okay, es gibt dann doch die ganzen Mods dann auf 1,16, die wo ich brauche, dann gehen wir auf 1,16, aber sonst werde ich jetzt erstmal bei 1,12 bleiben. So, wir sollten natürlich. Nee, F7 war an. Okay. Muss ich erstmal hier hin. Dass wir dann irgendwann hier eine Lampe übernehmen, die wo dann hier hängt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal das. Das heißt, es geht weiter. Du kommst weg. Das Lustige ist, dass ich die ersten Schritte eigentlich im Kopf hatte, nur durch den geilen Loot, was wir haben. Ist alles wieder über den Haufen geworfen. Ich komme jetzt auf jeden Fall schon mal an Stone besser ran. Also an den da, nicht an den da. Und das wird mich auf jeden Fall schon mal größer weiterbringen. So, und diese Hämmerchen werde ich am Anfang erstmal ein bisschen mehr bauen müssen. Aber ich muss jetzt trotzdem erstmal anfangen. So, da kommt ein Table hin und. Da kommt ein Table hin. Dann wirst du mal komplett compressed. So. Ich brauche 18 Stück. Habe ich jetzt von beiden? Passt. Nee, das sind 18 Hämmer. Ich brauche doch nur 9. Danke. Nicht den Stick, auch einen Compressed Hammer.
Das heißt jetzt aber auch, ich brauche noch mal, ich werde dann noch mal einen brauchen, aber den machen wir aus dem Stone Zeugs da. Jawohl. So, wir haben einen zweiten Hammer. Ich habe den Hammer. So, dann. Geht am Anfang nicht anders. Und dann geht's ab und wir machen Heavy. Bringen wir mehr Sachen raus. Und es geht schneller. Also das wird auch mein Hauptweg sein. Ich weiß zwar, dass man die, glaubt, mit 3x3 aufstellen kann. Das sind also auch sozusagen 9. Das wäre auch ein Heavy Sieve. Ich mag die nur mehr. So, das heißt, wir haben jetzt 14 Eisen. Das heißt, ich hau jetzt schon mal die nächsten drei durch. Dann bin ich jetzt gerade beim Überlegen, was mache ich jetzt mit den Eisen? Mache ich mir jetzt dann einen Hammer, wäre jetzt gerade ein wenig doof, ne? Da irgendwas dabei? Den tue ich nichts. So, jetzt machen wir erstmal das draus. Das stelle ich hier drüben ab. Und dann hauen wir das mit Blättern voll, dass wir da unsere erste Wasserquelle rauskriegen. Und wir schauen uns den Reward an. Noch ein Building Gadget. Ich kann damit bald handeln. Okay. So, dann was haben wir denn noch alles? Wir haben ein bisschen Kupfer, wir haben Aluminium, Lead. Es ist ja so schön, warum hebe ich jetzt diesen Bereich eben aus? Ja, dieser Bereich hat eben eine Bewandtnis, sozusagen. Das wird jetzt mein erstes Eck, in dem ich anfange. Sozusagen mein Hauptraum aufzubauen. Ha, ich weiß, was ich mein erstes Eisen verwende. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das war so. Jawohl. Habe ich ein Triple? Und es reicht nicht genügend Kisten. Das ist schon mal ärgerlich. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mehr Bäume machen. So, du kommst dahin, da kann ich jetzt gleich mit dem Hammer da weitergehen. So, und dann kommt dann sozusagen hier auch nochmal eine Kiste hin. Und da ist es dann das Schöne, diese Kiste wird dann eine Trap. Da kann ich die wenigstens nebeneinander stellen. So, ich bräuchte eigentlich noch mal Holz, bitte. Und das waren jetzt fünf. Oh, das war hochintelligent. Aber fünf ist gut, weil ich brauche auf jeden Fall vier. Habe ich jetzt meine zwei Kisten. Habe ich hier meinen Hook. Das kommt oben drauf. Und ab jetzt habe ich meine Trap Chest. So, dann brauche ich jetzt von dir nochmal vier. Die kommen also, wie gesagt, dahin.
Und jetzt haben wir ja noch eine Reihe, brauche ich auf jeden Fall noch. Die mache ich auf jeden Fall auch noch fertig. Es wird zwar dann irgendwann einen Raum geben, wo die Schmelze drin ist und auch nochmal ein kompletter Satz Tools. Aber das wird am Anfang auch so gehen. Oh, ich brauche aber nochmal Holz. Weil da geht jetzt so einiges Holz drauf. Okay. So, dann heißt es jetzt, ich brauche auf jeden Fall, und da kann ich auch Stein nehmen. Brauche jetzt auf jeden Fall erstmal den. So, das sind die. Das sind die. Da kommst du dahin. Du kommst dahin und ich habe meine Pattern. So, dafür brauche ich einen Lock. Dafür brauche ich eine Crafting Station. Dafür brauche ich einen Plank. Und ich brauche noch eine Kiste. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal das Wichtigste. So, als allererstes Toolstation kommt hier hin. Partbuilder kommt hier hinten hin. Stencil Table kommt hier hin und ganz hinter ins Eck kommt die Pattern Chest. So, dann habe ich noch die zwei offen. Sehr schön. Das heißt, wir haben auch jetzt noch die Tinkerer-Quest fertig und ich habe schon wieder Climbing Gloves. Mit denen kann ich auch einen Handel aufmachen. Okay. So, haben wir noch was, was wir noch auf jeden Fall hinkriegen könnten? Clay. Ja, Clay ist doch kein Problem, oder? Das war schlau. Das heißt jetzt dann, du kommst wieder dadurch. Dankeschön. Und die zwei haben wir jetzt komplett durch. Dass wir das haben. Also der Dust geht natürlich in Clay rein. Da bin ich in Zepplinge, habe ich einstecken. Ich brauche nochmal zwei. Und aus dem Clay machen wir natürlich ein Ämmerchen. Clay Hammer, Entity Detector. So, und jetzt haben wir auch einen Eimer für Wasser. Und jetzt habe ich erstmal. Die Möglichkeit, noch Holz zu farmen in der Zeit, wo der noch wartet. Ja, wobei, es macht eigentlich Sinn. Ja, es macht eigentlich sehr viel Sinn. Das war jetzt gerade aus Versehen richtig gut gemacht mit dem Holz. Mehr Stencil. Das heißt, wir brauchen jetzt den
Nein, wir brauchen jetzt ein Stencil Table. Ich brauche einen Pickaxe-Kopf, ich brauche einen Schaufelkopf und ich brauche einen Axtkopf. So, ich brauche einen Schwertkopf. Ich brauche einen Toolrod, ein Toolbinding. Und ich brauche natürlich noch einen Guard. Okay. So, dann brauche ich jetzt von denen Tool Rods. Komm jetzt da rein. Ja, wenn ich natürlich die falsche Taste drücke, komme ich arschweit. So, okay. Das heißt, du kommst jetzt da rein. Ich brauche jetzt 1, 2, 3, 4. Davon brauche ich 4 Stück. Kann ich rausnehmen, ich kann dich reinnehmen. So, in Stein gemeißelt. Wir brauchen 1, 2, 3. Jetzt bin ich beim Schwert mir gerade nicht sicher. Nein, brauche ich keinen. Also das heißt, ich brauche jetzt dann davon. Okay, das heißt, ich brauche jetzt noch ein Binding. Ein Guard. Davon brauche ich auch noch mal einen. Alles 15, 5 Sachen, was ich brauche. Okay, so, dann haben wir Pickaxe Head. Erstmal Stein. Zwei. Ja, das war falsch, ist egal. Von denen brauche ich zwei. Und denen brauche ich auch zwei. Und den Schwertkopf brauche ich auch. Gut, und dann heißt es jetzt Toolstation. Wir brauchen eine Picke. Sehr schön. Wir brauchen eine Schaufel. So, kommst dahin. Wir brauchen eine Axt. Dann brauchen wir noch mal eine Axt, noch mal eine Schaufel und einmal den da. Und last but not least brauchen wir noch Schwert, das und das. Sehr schön. Wir haben mal einen ganzen Werkzeugsatz. Das war jetzt auch schon mal wichtig. Dann haben wir jetzt schon mal das Wasser auf jeden Fall einmal durch. Können wir es gleich mal dahin schütten. Dann lassen wir noch einmal kurz das da laufen. In der Zwischenzeit räumen wir mal hier das ganze, den ganzen Krempel hier wegen um. Und diesen das brauchen wir ja auch noch für Clay. So, gibt es da schon irgendwas, was man bauen kann? Nein. So. Eisen. Okay.
habe ich mir mal schnell eine, jetzt baue ich mir mal schnell eine Doppelkiste, die schmeiße ich auch gleich hier hin, weil ich möchte eigentlich, dass alles, was jetzt sozusagen das hier betrifft, was Erze betrifft, bleibt alles hier. Das ist auch wieder fast durch. Das heißt, wir haben dann eigentlich auch schon unsere unendliche Wasserquelle. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass wir auch ja richtig viel jetzt an Steinen brauchen. Bin gerade beim Überlegen. Ja, eigentlich könnte ich gleich hingehen und schauen, dass wir so schnell wie möglich nochmal an 6 Eisen rankommen. Dann habe ich schon mein nächstes Item, was ich davon bauen will, und zwar Eimer, und zwar gleich 2 Stück. Was will ich mit den Eimern machen? Wenn ich bis dahin kein Reward bekomme, dass ich einen Cobblestone-Generator kriege, will ich da auf jeden Fall mindestens einen, wenn nicht sogar 2 bauen. Aber das heißt auch für mich erstmal, ich muss schauen, dass ich ja, viel mehr Ressourcen ranschaffe. Oh, und das Schöne ist jetzt, geht jetzt etwas schneller. Dann heißt es, wir brauchen jetzt hier nochmal bitte Sticks. Ja, weil die Eisenvariante. Länger hält, bisschen schneller geht. Und ja, ich weiß, dass ich auch mit meiner Picke arbeiten sollte. Weil die Picke wird ja dann sozusagen gelevelt. Und da kommt ja auch, soll ja einiges drauf. Redstone kommt mehrfach drauf. Es soll auf jeden Fall Silk Touch drauf. Das sind schon mal die wichtigsten 2 Sachen. Und natürlich irgendwann vielleicht auch noch, dass sie nicht mehr kaputt geht. So, dann heißt es jetzt, wir nehmen dich. Et voilà, wir haben den ersten Bereich komplett eingezäunt und aufgebaut. Aber ich möchte noch meine unendliche Wasserquelle haben. Bin jetzt nur gerade beim Überlegen, mache ich jetzt da draus? Ach ja, komm. Brauche ich sowieso dann nochmal einen, weil ich brauche jetzt 7. Aber davor muss ich halt auch das durchjagen. Durch den hier. Aber das ist ja das Schöne. Das machen wir sozusagen ja fast schon nebenbei. Durch immer mehr halt Ausgraben der Hauptlinie. Und ich möchte auf jeden Fall bis zum Dust runter.
Wir sind beim Dust angekommen. Die 7 machen wir noch. Das heißt, vielleicht kriege ich schon mal... also Bone Meal wäre das, was ich jetzt eigentlich gerne hätte. Bin aber auch natürlich nicht dagegen gefeilt, Redstone zu nehmen. Aber ich glaube, das geht noch gar nicht. Dafür ist das Netz, glaube ich, zu schlecht. Ja, also 5 Stück haben wir schon mal. Genauso viel, wenn wir Clay haben. Und dann werden wir in der nächsten Folge da auf jeden Fall weitermachen. Wie gesagt, Sachen ausbauen werden wir auch noch. Und vielleicht sammle ich noch ein bisschen Holz ein, dass wir dann das nächste Mal auf jeden Fall dann da weitermachen können, ohne nochmal großartig warten zu müssen. In dem Sinne bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.